Manuelsen kann den Berliner Rapper Bushido überhaupt nicht ernst nehmen. Wieder einmal stehen die beiden im Mittelpunkt und ausgelöst wurde es von Bushido. Mehrmals bekam er die Hand gereicht, mehrmals sind nette Worte gefallen und trotzdem hat der Berliner Rapper damit zu kämpfen, die Hand anzunehmen und den Beef ruhen zu lassen. Auch Manuelsen ist es satt, immer wieder einen Versuch zu starten. Im Podcast erklärt Bushido, dass es nie dazu kommen wird, dass die beiden sich vertragen werden. Dafür ist einfach viel zu viel passiert zwischen ihnen. Nun sitzt der Ruhrpotter Rapper in einem Café und spricht auf ganz entspannt in die Kamera, warum er ihn nicht ernst nehmen kann. Unter anderem ist er für ihn ein Schauspieler, der nichts alleine klären kann. Einige Beispiele nennt er noch dazu. Außerdem ist er der Meinung, dass er andere Leute braucht, um sich selbst was vorzuspielen, was er eigentlich nicht ist. In einem 30-minütigen Statement könnt ihr Manuelsen selbst hören zu diesem Thema. Hier, schaut es euch an. Hörst du dir eigentlich selber zu? Du, der seine Frau zu einem Streit mit Arabern schickt und sich hinter seiner Frau versteckt, erstens. Der bei Lanz oder bei irgendwelchen Interviews da sitzt und heult und sagt, das war alles so schlimm und die haben mich so auseinandergenommen und das sind alles so böse Araber, dies, das. Du, derjenige, der wegen einer Wasserflasche, nicht mal Glas, Plastik-Wasserflasche, 2,5 Jahre mit Polizeischutz rumrennt.